Hallo, Thema heute ist Hohlraumversiegelung. Da muss man ein bisschen ausholen. Da sind auf der einen Seite mit religiösem Eifer die Jungs, die sagen, Fett, Fett, Fett. Nee, auf der anderen Seite sind die Jungs, die sagen, Wachs, Wachs. Es ist, wie immer und stets, gibt es keine klare Antwort, sondern nur ein Abwägen der Vor- und Nachteile der einzelnen Produkte. Und das machen wir jetzt mal hier. Ich werde nachher die Tür von dem Fiat hier komplettieren. Und wenn die komplettiert ist, dann kommt da eine Hohlraumversiegelung rein. Klar, denn hier oben läuft das Wasser rein, immer, da kann man machen, was man will. Das läuft hier innen runter und sammelt sich hier unten drin. Unten in der Tür sind Ablauflöcher, sodass Feuchtigkeit ablaufen kann. Unten sollte also ein Korrosionsschutzmittel drin sein. Und genau da sind wir beim Thema. Fett oder Wachs an sich ist ja nicht das, was die Korrosion verhindert, sondern das Fett oder das Wachszeug beinhaltet sogenannte Korrosionsinhibitoren, also Korrosionsverhinderer. Es ist sowohl das Wachs als auch das Fett ist der Träger dieser Masse, dieses Korrosionsverhinderungsstoffes, dieses Inhibitors. Es kommt also absolut darauf an, für was es ist. Klar, wenn ich ein Schiff oder ein was weiß ich denn, irgendwas, was permanent im Salz ist oder Boje oder sowas im Inneren vor Rost schützen möchte, dann nehme ich irgendein Fett. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn ich dann an meine schöne, feine Karosserie, da kommt nur minimal Zeug rein, sodass das Auto geschützt ist, denn das Auto. Und hier machen wir eine kurze Pause und versuchen mal zu erklären, wo kommt der Korrosionsschutz überhaupt her. Systemerfinder ist das Haus Dinol. Die haben in den 30er Jahren eigentlich aus einem ganz anderen Grund angefangen, Korrosionsinhibitoren zu suchen und haben diese Korrosionsinhibitoren dann in Trägermaterialien gepackt. Damals hielt man Wachs für das Beste, weil Sinn ist es halt gewesen, ein Auto in der Lebensdauer von 6 auf, sagen wir mal, 20 Jahre zu strecken, was ja ein irrsinniger volkswirtschaftlicher Gewinn ist. Das ist ja noch zum Beispiel in der DDR damals und oder auch in Polen perfekt erkannt worden. Guter Korrosionsschutzinhibitor, Kombination mit einem Wachs und dann haben die Autos auf einmal nicht mehr nur 6, 7 Jahre gehalten, sondern 20. Dieser Osthohlraumschutz ist ein wirklich guter, sinnvoller Schutz. Dieses Dinol ist es braun, es ist dünnflüssig, es ist auf Wachsbasis. Das wird überall da verwendet, wo Hohlräume unheimlich teuer sind. Also sagen wir mal den Tragflächenkasten von der Tornado oder die Flächeninnenseiten vom Jäger 90. Eurofighter Typhoon, sorry. Korrosion kommt ja überall vor. Das heißt, unterschiedliche Arten von Korrosion brauchen unterschiedliche Mittel. Man kann nicht einfach sagen, da tue ich jetzt Wachs rein und das hält oder da tue ich Fett rein und das hält. Das Problem bei Fett ist einfach, es läuft immer nach. Das heißt, es ist warm in der Garage, das Zeug suppt. Es ist heiß draußen, das Zeug suppt. Und zwar so lange, bis es so dünn ist, bis nichts mehr da ist. Da muss man auch drüber im Klaren sein. Und es kommt hinzu, es brennt. Wenn man dann tatsächlich mal einen Schweller aufmachen muss, weil man eine riesen Beule reingefahren hat oder weil das Gewinde abgerissen ist von irgendeiner Achsaufnahme, dann ist das
wirklich schwierig zu schweißen, weil das Zeug einfach fies brennt. Wachs brennt zwar auch, aber es stellt nicht direkt so viel brennbares Material zur Verfügung. Das kann man alles mit so einem Spritzer CO2 schnell wieder ausmachen. Fett brennt intensiver, es ist mehr Arbeit. Es muss mehr vorbereitet werden. Es ist ja so, wenn jemand seinen Fasselvega oder seinen Karmann-Ghia oder auch bloß den scheiß Midget parat gemacht hat, dann badet er den ja nicht mehr in der Elbmündung. Das macht ja keiner. Und der fährt auch nicht mehr im November jeden Tag damit zur Arbeit. Oder im Februar, wenn so hoch Salz auf der Straße ist. Das Auto wird ja geschont. Und dieser Schonung entsprechend muss man den Korrosionsschutz anpassen. Klar kann man die Karre bis oben hin, innen und außen, mit Fett vollballern, volljagen. Alles gut, finde ich super, kann jeder machen. Das ist einfach das falsche Maß und das ist nicht auf den Verwendungszweck des Fahrzeugs angepasst. Ich habe ja selber lange Erfahrung, Hohlraumversiegelung ist super gut, super wichtig. Die meisten Fette sind im Korrosionsschutz auch besser als die Wachse. Aber man braucht diese zusätzliche Leistung, die das Fett zu geben in der Lage ist, beim normalen Auto einfach nicht. Ich würde jetzt sagen, ein Achskörper, 190er zum Beispiel, Achskörper, ja, würde ich Fett reinmachen, auf jeden Fall. Das Ding wird immer wieder flüssig und verteilt sich neu und das ist alles, das ist okay. Dafür würde ich sagen, ist das gut. Ich würde auch sagen, Querlenker oder sowas würde ich auch Fett reinmachen. Aber in eine Karosserie, an der man nochmal arbeiten muss, aber sowas von gar nicht. Das muss jeder für sich wissen. Tatsächlichen Unterschiede, die Wachs jetzt so in diesen Dauertests auf Blechproben sichtbar macht, das ist eigentlich marginal. Man kann bestimmt die Hälfte aller Produkte ganz problemlos kaufen. Und jedes der Produkte schaffte es damals in den 80er Jahren die Lebensdauer von 7 Jahren bei Citroën auf, sagen wir, 15 Jahre zu verlängern. Alles gut. Dass heute Autos auftauchen, deren Wachshohlraumversiegelung 40 Jahre alt ist, klar, dann ist das Zeug steinhart, dann ist das kristallhart. Es hat dann 40 Jahre lang seine Wirkung getan. Und dann kann man daran arbeiten. Hätte man zwischendurch mit einem moderneren Mittel, was vielleicht ein bisschen besser fließt, nachgearbeitet, was ja bei Hohlraumversiegelung gemacht werden sollte, so grob alle 10 Jahre, ja, dann hätte man die Lebensdauer des Fahrzeugs auch erheblich verlängern können. Das Produkt Fett ist besser, aber es kann seine Vorteile im Auto nicht ausspielen. Also es gibt im Prinzip gibt's diese Hohlraumversiegelung auf Wachsbasis, gibt es hier in, das ist jetzt so ein Standardprodukt, was jeder in der Werkstatt hat. Also kosten 10er, das ist leicht zu verarbeiten, das tut 10, 15 Jahre lang seinen Dienst, fertig. Ein bisschen schöner ist dann das hier von Fertan, das ist transparent, fließt sehr schön, gerade weil es transparent ist, die transparenten Wachse sind meist ein klein bisschen dünner. Ist das so für Türen und so kleine Hohlräume, ist das eine gute Wahl. Transparenten Wachs nimmt man dann auch zum Beispiel für solche Sachen wie hier drin oder hier oben in der Tür. Das sind Sachen, da macht man doch kein Fett rein. Also, soweit kommt es noch. Da kommt eine dünne Schicht für den Fall, dass irgendwo Metallstaub ist oder wenn irgendwo etwas ist, was korrodieren könnte, kommt dann ganz dünner Spritzer Korrosionsschutz rein und dann ist die Korrosion damit für immer gebändigt. Also zu sagen, oh, mein Auto kommt nur Fett, würde ich sagen, das ist so ungefähr die dämlichste Aussage, die man treffen kann. Das Vertan gibt es in der Sprühdose. Bin ich nicht so ein Fan von, aber besser als nichts. Sehr schön ist hier von dieses Wachsoil von Hammerit, bekämpft auch vorhandenen Rost. Ich würde mal sagen, ich freue mich ja immer über gelungene Marketing-Aussagen. Und ich freue mich, wenn es Leute gibt, die sagen, oh, das ist eine tolle Marketing-Aussage, ich kaufe das Produkt. Finde ich super. Das Problem ist ein bisschen, natürlich verhindert das oder bekämpft das alten Rost. So schließt ihn, der alte Rost bekommt keinen Sauerstoff mehr und ohne Sauerstoff korrodiert es nicht weiter. Aber korrodiertes Material, also Eisenoxid an der Stelle, kann er nicht bekämpfen. Da kannst du in Phosphat umwandeln in geringen Mengen. Die Oberfläche.
aber das ist kein Bekämpfen. Bekämpfen kann man Rost wirklich nur mechanisch. Zur Verarbeitung der Hohlraumversiegelung gibt es zwei goldene Regeln. Die erste goldene Regel ist, Hohlraum versiegeln, wenn die Karre fertig ist. Wenn man jetzt anfängt, ich bin sowieso dran und ich muss in dem Midget noch Stücke machen und dies und jenes, Katastrophe. Und ich würde jetzt hier anfangen reinzublasen, ja, mit der Hohlraumpistole. Wenn man jetzt mit dem Hohlraumschutz hier drin arbeitet, ist das alles mit Hohlraumschutz vollgesifft. Und das Zeug ist klebrig. Und dann muss man mit den Händen da rein, weil hier oben die Schraube runtergefallen ist. Oder weil man hier hinter eine Mutter machen muss. Oder weil man hier hinten nochmal dran muss. Also, erst zusammenbauen und im Anschluss das ganze Hohlraum versiegeln. Das zweite ist, mit dem richtigen Werkzeug arbeiten. Unten drunter abdichten, also abdecken, weil es läuft noch lange aus dem bearbeiteten Bauteil die Feuchtigkeit raus, also das Wachs raus. Und nachher dann Folie drüber, Verkleidung drauf, Feierabend. Ein Riesenvorteil der Wachslösung ist die einfache Verfügbarkeit und das schnelle Verarbeiten. Das kann man einfach, hier ist ein grundiertes Blechteil, das kann man aufsprühen. Ist das für die Stelle gut. Bei also Fett ist erheblich schwieriger zu verarbeiten. Für viele Fettprodukte gibt es auch keine, ich möchte mal sagen, Selbstschrauber-Anwendungen. Da muss man dann sehr teuer aufwendige Werkzeuge kaufen und muss das Ganze vorwärmen. Kann man alles machen, alles gut. Ich bin der Ansicht, beruht ja auf langjähriger Erfahrung, dass in der Pkw-Karosserie Fett seine korrosionsschützenden Vorteile nicht so darstellen kann, dass es tatsächlich den Mehraufwand wert wäre. Ja, Fett schützt insgesamt besser gegen Korrosion, ist schwieriger zu verarbeiten. Die wachsbasierten Hohlraumversiegelungen sind sehr gute Produkte, mit denen es jahrzehntelange positive Erfahrungen gibt. Ich würde in meinem Auto also auf gar keinen Fall Fett machen. Aber das muss jeder für sich wissen. Und wenn er sagt, ich mache mir mein Auto oder den Rahmen von meinem Land Rover, da würde ich auch sagen, Rahmen vom Land Rover definitiv Fett rein, ganz klar. Wir bauen jetzt die Tür zusammen und dabei ist Hohlraumversiegelung ein Thema und das ist offensichtlich sehr viel mehr Thema, als ich mir jetzt gedacht hätte, weil für mich wäre jetzt Fett nirgendwo in Frage gekommen. Aber wenn dann Leute sagen, okay, ich mache meinen Wagen von unten von außen mit Fett, dann finde ich das schon bemerkenswert. Gut, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Like, für Ihr Abonnement. Ganz besonders freuen wir uns, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Ich verlinke mal in das Hohlraumkapitel. Ja, wir sehen uns in der nächsten Woche. Dankeschön, tschüss.